Hallo und herzlich willkommen zurück zu Osttriff. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Zwei Förster waren hier gerade im Einsatz und haben schon ein paar Setzlinge in unserem neuen Waldanbaugebiet gesetzt. Machen jetzt aber scheinbar gerade Pause. Und darum schauen wir mal weiter, wie es hier mit unserem Bau vorangeht. Also ein Haus wird hier noch gebaut, da müssen noch Bäume gefällt werden. Dann kommt unser Schweinestall, auf den warte ich ja schon, ja, dringend. Ich freue mich, wenn wir dann Schweine kaufen und davon dann leben können. Also, ja, also unsere Bürger können davon leben, indem wir Schweinefleisch und auch Schweinespeck anbieten können. Dafür brauchen wir natürlich noch, ein paar andere Sachen. Müssen wir schauen. Ich klicke mich so durch und schau mal, was dann auf uns zukommt. Aber unser Hühnerstall hier, der läuft richtig erfolgreich. Wenn da mal gucken, da sind jetzt 26 Hühner ausgewachsene und 27 Küken. Das ist doch wunderbar. Von daher kann man hier sagen, das läuft. Und schau mal, da wird gerade ein Korb voll mit Eiern rausgebracht. Ein Korb voll mit Eiern. In dem Fall 10 Eier. Aber das ist ja auch schon mal was. Und die werden jetzt hier in die Kornkammer gebracht. In Anführungsstrichen Kornkammer, weil da lagern ja auch ganz viele andere Sachen. So, und die Eier, die werden dann weiter verteilt hier an die Marktstände. Da sind 9 Eier gerade verfügbar. Hier sind leider gerade keine, aber naja, gut. Okay, also wir brauchen dringend mehr Nahrungsmittel, denn das ist alles ein bisschen knapp. Darum ja auch die zweite Farm. Okay, dann stellen wir mal auf schnelle Geschwindigkeit. Es ist April, das heißt, die Felder sind jetzt auch gerade eingesät worden und wachsen. Das liegt brach. Das wächst mit Weizen, das mit Kartoffeln, das liegt auch brach, hier die Sonnenblumen und da das Buckwheat, bei dem ich immer noch nicht genau weiß, wie es heißt, also was es auf Deutsch heißt. Aber gut, das kann auch von unseren Leuten hier benutzt werden. Einige Häuser haben halt hier Buckwheat vorrätig und das kann ja dann nichts Schlechtes sein. Ich gucke nochmal auf den Stand unserer Brunnen. Also dieser hier ist voll, kann man sagen. Dieser hier ist auch ziemlich voll. Der geht. Der ist auch fast voll. Also wunderbar. Ich würde sagen, Wasserknappheit haben wir nicht zu befürchten. Und das ist ja auch schon mal was wert. So, das ganze Heu, das wir momentan sammeln, in diesen Heubaracken, was ja von unseren Heutrocknern kommt, das müssten wir eventuell nochmal, weil das liegt jetzt hier drauf und das kann, glaube ich, nicht weggebracht werden. Jetzt ist die Frage, können wir das hier ein... Da geht es wahrscheinlich nicht rein. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite. Problem ist halt, da wollten Leute arbeiten oder da müssen Leute arbeiten. Hier haben wir nicht mal die Leute, die momentan die Jobs wahrnehmen. Wir müssen dringend die Häuser haben. Vielleicht sogar vor dem Schweinestall nochmal ein weiteres Haus. Ich glaube, das macht Sinn, ja. So, wie geht's hier weiter? Die Bäume sind noch nicht gefällt. Warum nicht? Die Bilder warten eigentlich. Die Ressourcen sind alle gesammelt. Es mangelt momentan an Holzfällern. Ich glaube, es liegt hieran. Weil das scheint so ein... Ja, scheint eine hohe Priorität zu genießen, diese Aufgabe. Da laufen sie immer wieder rein, raus, rein, raus. Wahrscheinlich holen sie sich Setzlinge. Tja, und diese Wald- oder Wiederaufforstungszone, die taucht halt hier nicht als Bauprojekt auf. Was ein bisschen schade ist. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man es ja nach hinten schieben. Aber so sieht es so aus, als ob hier erstmal alles durchgepflanzt wird. Noch 139 bleiben. Was ich in der Zwischenzeit mache, ist das Feuerholz mal wieder hochstellen. Und wir könnten dann ja Feuerholz auch mal ein bisschen hier verkaufen. Davon hatten wir zuletzt sehr viel. Na, im Moment haben wir wieder keins, weil es in irgendeinem Lager steckt und dann nicht angezeigt wird. Also hier sind 10.000 Bark und 400 Feuerholz und hier ist gar kein Feuerholz. Oh, hoppla. Hier ist 3.000 Feuerholz. Okay.
packen wir doch einfach mal 1500 hier rein und ich denke, wenn die hier fertig sind, dann produzieren die auch nach. Jetzt ist ja das Limit wieder angehoben, dann soll das ja wohl funktionieren. Ja, dieses ganze Barkzeug, das brauchen wir im Grunde gar nicht. Zumindest noch nicht. Das können wir eigentlich großflächig verkaufen. Wie viel haben wir davon? Über 13.000. Also ich würde sagen, davon packen wir mal 5.000 hier in den Handelsposten. Jetzt sind es noch 104 Bäume, meine Güte. Was ein Auftrag. Oh, 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 oh. Nicht genug Nahrungsabwechslung in fast allen Häusern. Nee, das geht nicht. Ich muss das hier abbrechen. Dann haben wir jetzt hier eine unvollständige Anpflanzzone. Aber egal, die Leute müssen weiter Häuser bauen, damit wir Arbeiter kriegen, damit wir mehr Fische bekommen, weil hier sind halt im Moment keine Fischer momentan. Auch brauchen wir natürlich wieder Arbeitskräfte, wenn es hier gleich an die Ernte geht und so. Von daher, wir brauchen erstmal Leute im Moment. Naja, und mehr Nahrung. Ich werde mal was einkaufen. Ich glaube, es ist vertretbar, dass wir ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben leider keinen Messenger da. Das heißt, wir schicken mal einen nach Balaklia in der Hoffnung, dass die was haben. Und ja, da wir gerade so viel Geld haben, schicke ich auch nach Derkachi ein. Mich wundert aber, dass wir so wenig Geld haben. Was? Warum? Wir hatten gerade 600. Warum ist so viel Geld verschwunden? Oha. Diese Familien hier haben überhaupt keine Nahrung. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Verdammt, die haben nichts zu essen. Kann ich direkt auf den nächsten warten, auf der Katschi? Merefa, oh, einer von Merefa ist zu uns gekommen. Das ist hervorragend. Die haben aber leider auch nur Hühner. Können wir da denn noch irgendwas verkaufen im Moment? Also wir hätten nochmal 900 Sonnenblumenöl hier lagern. Ne, es sind nur 100, vergesst es. 100 ist das Maximum, was ich eingestellt habe. Nee, nicht wirklich. Kann ich im Moment auch nichts verkaufen. Wir haben ein Riesenproblem. Ah, das dauert hier noch. Oh wei, oh wei, oh wei. Also die Familien, die überhaupt kein Essen mehr haben, die sind tatsächlich blank. Die haben nichts. Ja? Und jetzt ziehen schon Leute aus. Und das verstärkt die Spirale noch. Weil dann natürlich noch weniger Leute da sind, die hier die Boote bedienen können. Und dann wird's ganz eng auf einen Schlag. So, schauen. Jawohl, gerade angekommen. Die haben auch nichts. Doch, die haben Salo und Dried Fish. So, wir kaufen 1000 Salo. Und ein bisschen weniger Trockenfisch, weil ich nicht weiß, ob unser Geld noch reicht jetzt, weil wir fallen hier momentan stark, ist ja klar. Vielleicht können wir auch irgendjemandem noch was verkaufen. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, was die haben wollen. Ja gut, die wollen Weizen und Schuhe. Die wollen Hühnereier, das können wir nicht machen. Horstschuhe, nee, Horsttech haben wir gar nicht. Und Merefa möchte, ja, Sonnenblumen. Aber Sonnenblumen haben wir sowieso mal gar nicht, weil die werden bei uns eh zu Öl verarbeitet. So, jetzt kommen auf jeden Fall aus zwei Städten Nahrungslieferungen. Nee, aus einer Stadt kommt Nahrungslieferung. Aus Derkachi. Ich vergesse immer die Stadtnamen. Beziehungsweise, da, Derkachi ist es doch, war richtig. Da haben wir jetzt Waren auf dem Weg zu uns. Und die müssen dann ganz schnell verteilt werden. Salo haben wir Gott sei Dank schon eingestellt, das wird hier gelagert. Das müssen wir dann aber auch noch auch den Leuten verfügbar machen. Und jetzt muss ich mal schauen. Also wir haben hier Firewood, Chicken Egg und nochmal Chicken Egg. Also wir müssen ja hier nicht nochmal Chicken Egg haben. Dann machen wir hier Salo hin. Und Dried Fish packen wir da. Moment, jetzt muss ich schauen.
So, wir haben zweimal Kartoffeln, dann kommt hier einmal Kartoffeln raus und da kommt Dried Fish rein. So. Und dann wollen wir wirklich hoffen, dass es schnell verteilt wird. Es sind schon wieder noch mehr Leute ausgezogen. Ich sehe es ja an den Zahlen. Jetzt werden die Häuser fertiggestellt, die wir gar nicht mehr bearbeiten können dann in dem Moment oder gebrauchen können, weil wir schon wieder Leerstand haben eigentlich. Oh, das ist ganz übel. Die zweite Farm wird wirklich wichtig. Ich würde die zweite Farm vor dem Schweinestall sehen. Family moving out. Immerhin auch eine neue Familie kommt in die Stadt. Ja gut, wenn die sehen, dass es hier nichts zu essen gibt, dann sind die schnell wieder weg. Aber da kommt jetzt die Lieferung hier. Das ist einer, der kommt... der ist leer. Moment. Aber Moment, wartet. Sind schon wieder abge... Nee, das sind die Familien, die ausziehen. Ich denke, die sind noch unterwegs. Ne? Das ist ja auch ein ganz schönes Stück. Nee, die müssten da sein. Die müssten eigentlich da sein. So, da zieht noch eine Familie aus. Jetzt sind wir nur noch 90. So, da ist hier. Da ist das Salo angekommen. Und da kommt doch das andere. Da sehe ich es doch. Da kommen unsere fast 1000 Fisch, Trockenfisch. Wunderbar, das kommt genau zur rechten Zeit. So, das muss jetzt nur schnell verteilt werden an die Marktstände. Und dann hoffen wir, dass hier diese, also Food-Varietät finde ich jetzt im Moment, die Abwechslungsmöglichkeiten beim Essen sind nicht das größte Problem, sondern hier, die haben auch schon wieder Futter bekommen. Da, diese Brote da, die müssen weg, weil dann haben die nämlich kein Essen, nichts mehr. Und das sind mir viel zu viele Häuser momentan. Hier, der Marktstand ist leer. Da ist nichts mehr. Aber hier ist noch ganz viel. Also, es muss nur verteilt werden jetzt. Das kriegen wir hoffentlich hin. Naja, und dann ist ja die Ernte auch bald. Ripening ist schon, das heißt, es geht sehr schnell, dann kommt schon die Ernte. So, die Farm ist fertig. Ja, wunderbar. So, lasst uns direkt 6 Felder anlegen. Ja, ich hätte hier gerne noch ein paar Häuser. Das heißt, hier würde ich noch so eine kleine Allee machen bis dahin. Und dann würde ich hier mit den ersten Feldern anfangen. Vielleicht hier auch noch 1, 2 Häuser. Das heißt, hier Feld Nummer 1. So. Schwupp. Toulon. So. So, das ist Feld Nummer 1. Feld Nummer 2. Mal gucken, wo die Markierungen hier sind. Man kann es langsam nicht mehr so gut sehen. Feld Nummer 3. Und das sind jetzt alles auch Felder, ihr seht das, die ich so groß mache, wie es geht. Feld Nummer 4. Noch 2. Da lassen wir einen Weg oder ein bisschen Platz für eine Straße durch.
Okay, das sieht jetzt etwas schräg aus. So, dann haben wir 5 Felder. Eins noch. Und Nummer 6. So, jetzt muss ich mir die Fruchtreihenfolge nochmal abgucken. Erstmal brauchen wir hier Arbeiter. Ich denke erstmal 4. Wir haben momentan sowieso keine Aussäezeit mehr. Meine ich. Nee, die Sowing Season ist over. Wir aktivieren aber trotzdem alle Felder. Dann ist das schon mal nicht, kann das nicht vergessen werden. Diese hier brauchen noch ein bisschen. Und wir brauchen hier einen Manager. Das ist wichtig. So, und da keine Sowing Season ist, ist es eigentlich, müssen wir nicht ganz so viele Leute hier haben. 2 reichen erstmal. Die Felder werden jetzt noch von den Bäumen befreit. Machen wir mal so und so. Okay, und jetzt, aber wie gesagt, alles hängt jetzt im Moment davon ab, dass wir hier das Futter reinkriegen. Hier liegt es überall. Natürlich muss der Weizen noch wieder vermahlen werden. Hier in der Mühle. Gott sei Dank sind da Arbeiter. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine zweite Mühle. Eine scheint mir ein bisschen wenig zu sein auf Dauer. Wir können hier nochmal eine bauen, dann, ja, da kommt, dann mach ich direkt hier neben. So, und dann bauen wir da noch irgendwie eine Kornkammer dazwischen oder so. Das kriegen wir alles hin. Ne? Diesen Stapel machen wir dann weg und dann kann hier quasi, ja, vielleicht machen wir die beide weg. Machen die hier hin. Dann haben wir es hier so ein bisschen offener, marktmäßig. Das mal deaktivieren. Beide. Dann setzen wir 2 neue. So setzen wir die hin. Okay, so wir haben wieder Leute da. Die Häuser ziehen, also werden also bezogen. Nahrung. Es ist alles da, es muss halt nur verteilt werden. Das ist momentan das größte Problem. Aber es ist überall schon was verfügbar. Im Grunde können alle wieder losgehen und sich was auch kaufen. Und jetzt haben wir gleich die Entlastung dann da. Und die zweite Mühle, die ziehen wir jetzt aber mal ganz klar noch weit vor. Muss dann zwar etwas weiter transportiert werden, aber wir brauchen auch eine zweite Kornkammer. Da reicht die eine eh auf Dauer nicht mehr aus und stellen wir die jetzt hier auch noch hin. Wenn die irgendwo Sinn macht, dann ja hier oben. Na? So, okay. So schön das ist mit dem Freibauen, es kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, weil man einfach nicht genau die Drehung so gerade hinkriegt, wie man sie haben möchte. Da würde ich mir so 5% Schritte vielleicht noch wünschen, aber naja. Meckern auf hohem Niveau. Spiel macht die Sachen eigentlich schon gut. So, die Windmühle ist schon fertig. Wenn direkt mal jemanden einstellen, 2 Leute, die werden wir im Moment eh nicht haben. Obwohl, ja, es könnte natürlich sein, dass wir sie momentan schon haben. Weil wir ja wieder Leute haben, die zugezogen sind. Wichtig ist, dass die Nahrungsbetriebe laufen. Da haben wir jetzt 3. Hier müssen auch 3 arbeiten nach Möglichkeit. So, die Nahrung ist wieder sichergestellt. Nur die Abwechslung vielleicht noch nicht. So, ein Messenger ist da. Wir gucken natürlich. Und die möchte... Oh, die bieten Schweine an. Die können wir jetzt im Moment noch nicht gebrauchen. Und Nahrung gebe ich im Moment jetzt nicht weg, ist klar. Oder? Das wäre jetzt an dieser Stelle vollkommener Blödsinn. Schweine würde ich gerne haben, aber die ist noch nicht fertig. Vielleicht schaffen wir es ja, die Pigs, die fertigzustellen, sodass wir die Schweine noch beantragen können. Ja, das Sonnenblumenöl, das geht wieder so gut wie alles weg für Geld dann.
Den Ausgleich brauchen wir einfach. Na, wir sind noch nicht mal halb fertig. Aber ich warte jetzt drauf. So, und jetzt gehen wir hin und bestellen die Schweine. Weil bis die da sind, ist der Stall dann da. Voilà, Claire. Schweine, wir hätten gerne, wie viele wollen wir denn? Bis wir uns natürlich leisten können. Ja, leisten können wir uns nur... Also vier, ein bisschen Sicherheitsreserve wollen wir haben. Achso, ja, wir brauchen natürlich auch, ja, verstehe. Also dann nehmen wir... Dann machen wir es so. Ein männliches Schwein und vier weibliche Schweine, eigentlich Säue. Aber diese Unterscheidung gibt es hier, glaube ich, gar nicht im Englischen, weiß ich gar nicht. beziehungsweise gibt es sie indirekt hier über diese Boars. Und dann haben wir 175, ja komm, machen wir. Und dann müssen die sich erstmal vermehren. Das heißt, ich hoffe, dass man einstellen kann, dass da keine Schlachtung stattfindet für den Anfang, sondern erstmal nur Aufzucht. Schauen wir mal, ne? Erstmal brauchen wir natürlich einen Arbeiter. So, Livestock Limit 20, okay. So, einen Arbeiter hätten wir schon. Dann können wir auch noch einen zweiten hierher beordern. Die müssen sich natürlich jetzt um Sachen kümmern, um Nahrung für die Tiere. Und die bekommen jetzt... die bekommen Weizen. Die Schweine bekommen Weizen. Ja, nee, klar, dass die kein Heu fressen, hätte ich mir auch denken können. Pferde fressen Heu. Naja, okay. So, hier nur noch 7 von 11 Bäumen, die entfernt werden müssen. Es geht also voran. Und inzwischen ist auch die Nahrungsabwechslungsvarianz, also die Diversität der Nahrung wiederhergestellt. Nur wir haben zu wenig Leute bei den Betrieben hier. Jetzt kommt mal wieder einer dazu. Ja, mehr Häuser wären gut, wie gesagt. Ich denke, ich werde anfangen, hier Häuser hinzustellen. Und zwar so. Eins. Zwei. Naja, da jetzt noch welche hinzubauen, wäre jetzt irgendwie auch nicht so gut. Deswegen lasse ich das. Dann brauchen wir hier noch welche hin. Na, nee. Tja, die Frage ist, in welche Richtung will man jetzt weiter expandieren? Also... Schon hier auch auf Dauer. Haben uns sehr viel Platz jetzt hier genommen mit dem Bauernhof, aber das muss ja auch sein. Wir machen erstmal hier weiter. So, wir haben gerade einen Messenger da. Da möchte ich natürlich gerne klicken und schauen. Ah, die möchten Sonnenblumenöl, das ist gut, aber ich glaube, wir haben noch keins fertig. Die bieten außerdem an Salz, Leim und Iron. Und Kleidung wollen sie auch, aber das haben wir auch nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir schon Sonnenblumenöl fertig? Auf jeden Fall sind wir wieder in den Miesen. Aber wir haben 900 Sonnenblumenöl locker. Ja, dann verkaufen wir die auch. Und erhöhen wir hier auf 1000. Hoppla. So, der Kachi. Sunflower Oil. Das ist kein guter Preis. War der vorher auch schon so schlecht? 0,18? Egal, verkaufen. So, Sonnenblumenöl ist, glaube ich, auch nicht wirklich... Nahrung, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie das halt zum Backen und Kochen, Braten, wie auch immer benutzen, aber
das jetzt so als Nahrungsmittel zu sehen, würde ich glaube ich nicht. Wir bieten es natürlich an, klar. Wir brauchen dringend Geld. Wir sind nämlich in den Miesen. So, die Kornkammer ist auch fertig. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Wir machen hier eine Kornkammer für Dried Fish schon mal. Also, der kommt da später rein. Für Hühnchenfleisch. Für Pork, was ja auch dann bald da sein wird. Und Salo. Außerdem können wir hier auch Kartoffeln noch reinnehmen. Buckwheat. Flour, da müssen wir nicht so weit laufen. Und Wheat. Sunflower und Sunflower Oil würde ich hier nicht sagen, aber Salz können wir hier noch mit reinnehmen und ja, von mir aus Hühnereier. Wir können hier ja auch noch eine weitere Pigsty bauen. Chicken Coop, also ein Hühnerstall. Und zwei Arbeiter erstmal. Die wir wahrscheinlich nicht... doch, die wir haben. Einen zumindest. Okay, so, und dann soll es das für diese Folge mal gewesen sein. Es wird auf jeden Fall schon Weizen hier verarbeitet. Die Versorgung unserer Bürger ist erstmal sicher, denke ich. Wir sollten uns überlegen, ob wir diese Felder auch noch vergrößern, denn die sind teilweise noch klein. Diese beiden sind mir definitiv zu klein. Hier können wir auch noch was dranhängen. Also das... wäre noch eine Möglichkeit vor der nächsten Ernte dann auf jeden Fall. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.